Das wären so geile YouTube-Folgen. Ich glaube, ich werde Popcorn muss ich mir kommt ran. Wie gesagt, nicht den Dreck unter den Fingernägeln wert. Also wenn die deutschen Soldaten wüssten, was der deutsche Kaiser macht, ganz im Ernst. Ich glaube, die Armen wissen nicht. Also da ich sowieso gerade nichts zu tun habe, außer Millionen von Raketen auf Deutschland abzufeuern und das quasi von alleine passiert, gehe ich kurz eine rauchen. Bis gleich. Ja. Spaß. Frage ist natürlich, wie viel Schaden machen diese Raketen? Da er sich nur auf meine Atomreaktoren schießen lässt, ein bisschen. Oh, ich kann ja beim Russen durchbrechen. What the fuck? Boah. 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 Nein, also du. Plan Manjurai, Japan läuft am 30. Januar. Also noch ein bisschen. Soll ich mit beitreten in den Krieg oder nicht? Ja, gegen Manchurei kannst du ruhig Krieg organisieren, klar. Ich brauche nur mehr Angriffsfläche gegen Russland, weißt du, damit meine Millionen von Divisionen auch Platz haben, anzugreifen. Ja, dann muss ich kurz ein bisschen sortieren. Meine Front hat sich natürlich verzehnfacht gefühlt gegen die jetzt, aber... Können wir mal kurz pausieren? Ich müsste noch kurz was zu trinken holen. Ja, jetzt wird die Kehle trocken. Ja, das war klar. Ich brauche jetzt hier so ein schönes Bierchen, so entspannt nebenbei Österreicher killen. Oh, ja, Scholz feiert ja. Weißt ja. Also du, in ihrer Feier noch ist der Krieg nicht gewonnen. Noch ist der Krieg nicht gewonnen, mein Fräulein. Werden noch viele deutsche Mütter weinen um ihre gefallenen Söhne? Bis das hier zu Ende ist. Denen wird's dann so gehen wie den Matroschkas und Babuschkas in Russland, die sagen, warum nur? Warum nur, großer Zar, warum nur haben wir Österreich angegeben? Voll das Geile, das großartige russische Militär hat mit einer peruanischen Division hart zu kämpfen. Ich sehe das, weil die Peruaner irgendwie mit mir verbündet sind. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Warum? Weiß ich nicht. Die bomben mich. Ich frage mich auch immer noch, wie die hierher kommen. Das sind meine chinesischen Spione. Das ist übrigens lustig. Der Deutsche greift mich an mit seinen Panzern. Ich greife in einen meiner Infanterie. Er nimmt eine Region ein, ich nehme eine Region ein. Also, so richtiges... Ringelreihen. Ja, es... Naja, aber die Zeit läuft für Russland und Deutschland, weil... die Inder und die Chinesen und die Japaner stehen in den Startlöchern vorne. Die scharen schon mit den Hufen. Das höre ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Wie gesagt... Russland. Nehmen wir jetzt oben ein paar Divisionen ein. Halb Japan hoch durch die sibirische Pampa. Hast du sie warm angezogen, damit sie nicht erfrieren? Naja, es war alles schon geplant. Also, ich hatte eigentlich von nichts Plan, aber das war geplant. Winterstiefel sind dabei. Sehr gut. Einer hat sie zugelernt hier. Der russische Winter ist hart. Außer den Peruanern, die machen nichts aus, die halten nämlich die Region wie die Löwen. Ja. Das Lustige ist, der Türke hat mir Truppen geschickt und mich unterstützen werden, ne? Der Türke und der Finne. Ja, vor allem, wo ich vorhin aus Kommersen rausgeworfen wurde, hat mir der Brite 9 Divisionen als Verstärkung geschickt. Das war freundlich. Aber die hat er leider wieder abgezogen. Ja, Großbritannien ist auch nicht mehr das, was man war. Ja, unter dem lappigen Herrscher, das ist billig Ware. So, die Herren, unter Verräter. Ja, wir warten auch hier bei, der muss noch was. Also, Dominik hat noch 5 Millionen Mann, aber er ist schon auf dem letzten Zipfel. Nach Bedarf. Ja gut, nach Bedarf erst. Ne? Bist ja auch erst nach Bedarf, oder? Ja, aber er hat von Anfang an viel weniger. Das ja, kommt schon, Leute. Ich bin bei Freiwilligen, hab 22 Millionen. Alter, die Sache. Ich gehe auch noch auf alle Erwachsenen. Bei dir stapeln sich die Menschen ja aber auch schon in 20er Reihen übereinander.
Die, die reißen sich die Arme ab und werfen dann damit. Also. die brauchen Artilleriegeschütze, die brauchen keine Munition, die nehmen einfach andere Inder. Ja. Schießen die rüber. Mit Sprengstoffgürteln umgeschnallt. Genau. Ah, Flak brauche ich keine mehr. Also ich bin bei normaler Rekrutierung, bin bei 38 Millionen. Wir können ja gerne mal umstellen auf Extensive. Oder am besten auf alles rausholen. Ja, 103 Militärfabriken machen jetzt nur noch Flak und Waffen und Zusatzausrüstung. Scheißegal. Die Flak kannst du eigentlich sparen. Aber bist du wieder da dann gesagt? Hab ich doch gerade gesagt. Haben wir nicht gehört, bist untergegangen in dem. Im Verräterrausch. Ja, ja, ja. Er ist untergegangen. Das wird richtig, Nina Bayern, du hast jetzt ein richtiges Meme hast erstellt. Das wird ja niemals das wieder loswerden. Er hat kein Meme erstellt, er hat einfach nur den Dr. Dickmuff-Titel jetzt verabreicht bekommen. Ja, der wurde Frank geschafft, Frank den Titel abzuschreiben. Und ich muss sagen, das hat er am Längen geschafft gerade, ne? Wer ist schuld, Mr. Apes? Oh, nein. FS hat niemanden verraten. FS hat nur seine Möglichkeiten ausgelotet. Doch, ich habe technisch gesehen, habe ich Niedermeyer verraten. Das stimmt, ja. Ja, er hat. Und du auch, hast du komischerweise ein zusätzliches Angriffsziel gemacht, obwohl du jetzt ein ganz einfaches Spiel gegen Deutschland und Österreich hattest. Also der einzige Treue, der ja nicht treu war, das stimmt. Das ist Wahnsinn. Problem ist, Japan hat niemand so ernst genommen, dass das irgendwie einladen wollte. Ja, das ist ja, deswegen, man muss immer im Hintergrund bleiben und dann. Und dann macht man einfach irgendwo mit, wo es gerade lustig ist. Plan war halt, das heute zu beenden. Oh ja, aber da weißt schon, dass das nur gewinnt, wenn eine Fraktion ausgelöscht wird. Welche Fraktion hättest du denn auslöschen wollen? Russland. Und dann verrätst du mich. Weißt du, dann verrätst du mich. Ohne mich hast du nicht mal einen Hauch einer Chance gegen Russland. Natürlich. Ja, dafür war ich ja so. Da ist der Niederbayer natürlich groß, ne? Also anderen Leuten, die. Also tatsächlich wollte er den Russen, oder hat er dann den Russen quasi, würde er dafür sorgen, dass der Russe mich angreift, mit der Russe mit mir beschäftigt ist und er dann von hinten kommen kann. Dass ich dich nie angegriffen hätte. What the fuck? Also laut Niederbayer war das der Plan von ich euch. Hätte gerne eine Eilkonferenz mit dem russischen kommunistischen Anführer. Okay. Konferenz am 2. Komm schon, jetzt. Hallo, Herr Parteivorsitzender. Du kannst doch nicht zu so einem verräterischen Stück Scheiße halten, oder? Fall ihm in den Rücken. Soll ich das doch richtig ausatmen lassen? Fall ihn in den. Er hat es nicht anders verdient. Hast du gehört, was er gesagt hat? Alter, ich wollte sagen, er hat vor mich verraten, wenn du hat er gemerkt, hey, mit ihm hat er eigentlich besseres Spiel und verrät euch dann. What the fuck? Das kannst du dem Deutschen nicht durchgehen lassen. Komm schon, das ist ja lächerlich. Mal davon abgesehen, dass du keine Chance hast, unten gegen die Front anzurennen. Niederbayer hat keine Bunker gebaut, weil Polen. Ja, Polen komme ich nicht durch. Polen kommst du nicht durch. Die stehen, die haben auch. Ja, dann zieh zumindest die Flugzeuge ab und bombardier Polen. Bombardieren ihnen die Scheiße aus dem Leib. Ich greife unten nicht an und du schaust, dass du Polen durchkommst. Ich kann auch noch, ich habe Kapazität zum Angriff. Ich halte. Stück für Stück, ich halte. Schwierig, aber es geht. Der Deutsche kommt ums Verrecken nicht durch. Ich greife sogar wieder in Südtirol an. Ja, ich komme Salzburg. Bei dir tue ich jetzt ja auch nicht mehr wirklich. Ja, ich habe Panzer unten gebaut. Stimmt, 5er Panzer, 6er Panzer. Bunker. Weil ich wusste, dass du angreifst. Wir waren ja schon länger im Krieg. Das war ja nur eine Frage der Zeit, wann ich angreife. Das ist halt nur die Frage. Wir können ja weiterlaufen lassen. Ich mal gucken, ob ich bei Polen irgendwie durchkomme. Das wäre halt mega Premium. Dann wird da jeden verraten, außer den Japaner. Genau, der Japaner, den hast du verraten und jetzt fällt er dir in den Rücken. Ja, was heißt verraten? Er war ja nicht für mich wirklich verbündet, aber er hat mir nichts gebracht. Ja, weißt du, wie es ist, da muss man. Er hat mir ja nichts gebracht, da war nur mein Bündnis drin. Aber das wär's halt, wie gesagt, der Deutsche hat's nicht verdient. Ich greif mal schon in Polen an, ich versuche mal, ob ich da durchkomme, das wäre echt. Weil dann wird kommt das Verräter hat es nicht anders verdient. Eigentlich nicht, ne? Weil ich sag mal so, ich habe ihn jemanden verraten. Du hast halt ein bisschen überspekuliert, sagen wir mal so. Ich habe halt irgendwie mehr gehofft, dass der Deutsche mehr aus dem Quark kommt, ja. Aber ist dann leider doch nicht so gut, wie er gedacht hat. Aber ist dann halt irgendwie doch nicht so aus dem Quark gekommen, wie ich es mir gehofft habe. Und dann, was habt ihr eigentlich Indien erzählt, dass die jetzt mich angegriffen haben? Das würde mich mal interessieren. Die haben halt gesehen, dass auf den Deutschen kein Verlass ist und ja,
Die müssen jetzt da rein zum Russen, weil die sehen das nicht ein. Das ist ihre Chance. Die können in Europa nicht angreifen und den Deutschen besiegen, aber sie können dich schwächen, damit ich den Deutschen so lange aufhalte, bis er, also damit er tot ist. Dann haben sie mit dir leichtes Spiel und mit dem Russen leicht, also mit dem Deutschen leichtes Spiel, weil die lachen über die Mannstärke. Jeder Soldat, der an dieser Front fällt, ist ein Soldat weniger, gegen den sie kämpfen müssen. Kein Land hat eine Chance gegen China und Indien. Ja, mit guter Ausrüstung schon. Solange ihr Ausrüstung habt, ist alles gut. Aber wie gesagt, ich zerg hier. Jetzt gegen Indien hast du keine Chance mehr, der hat USA. Ja, das stimmt. Und ich zerg hier runter. Wie gesagt, jeder Meter ist hart erkämpft. Ja. Weiß man schon, was nächstes Mal benutzt wird eigentlich? Nee, das müssen wir dann schauen. Es dauert ja noch ein bisschen. So, mal gucken, wer darauf reagiert. Ich habe jetzt mal eine Provinz in Polen eingenommen. Da rücke ich gleich ein Stück weiter. Weiß aber so, mir war es klar, dass irgendwann Indien angreift und ich dann fallen werde. Ja, warum du überhaupt eingestiegen bist, warum du uns den Krieg erklärt hast, habe ich nie verstanden. Weil die Ostfront, wenn sie steht, dann steht sie. Aber mal, das war halt so. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Es ist schön, weil wie gesagt, ja, der Deutsche soll bezahlen. Da tretet ihr auch klar. Polen. Aber ja, natürlich. Ne? Bräuchte 30 Tage. Also müsste ich... Jetzt. Ja, hier mitgreift Russland Polen müsste ich an. Ja, ich müsste erst 30. Dezember müsste erst justifieren, oder? Ja, genau. Ja. Also, jetzt! Beginne los, ab dafür! Also Österreich und Russland sind nicht verbündet. Verbündet vielleicht nicht? Österreich und Russland? Österreich? Verbündet nicht, aber ich sag mal so viel. Auf einen Verräter kann sich niemanden verlassen. Hey, warte mal. Ich war gerade 2 Sekunden auf der Toilette. Was ist passiert? Naja, Russland greift gerade Deutschland an. Das ist passiert. Hä? Jetzt wollte ich mich verarschen? Was? Warum greifen die jetzt hier? Da musst du Österreich und Russland fragen. Alter, habt ihr was gesoffen oder so? Was nehmt ihr für Drogen? Ja. Was raucht ihr? Lack. Also, das Ende vom Lied ist, der Deutsche hat alle verraten, am Ende ist der Deutschland der gearscht ist, oder wie? Danke. Ah, das ist ein Bombenplan für dich. Ja. Den musst du mir nochmal aushändigen. Wie schon einst Cäsar sagte, auch du, Brutus. Ja, genau, auch du, Brutus. Ja, aber wie gesagt, was soll man sagen? Es ist. Am Ende ist es natürlich die Frage, was bleibt? Wenn Worte nichts mehr bedeuten, Pause. Dann. Ja. Auf was soll man sich da noch verlassen? Ich hab gedacht, warum bewegen sich meine scheiß Einheiten schon wieder nicht? Gut, es hieß. Aber jetzt kommt schon, dafür hat es sich doch gelohnt, diese Runde zu spielen. Auf jeden Fall. Halt ja. Ich bräuchte dann noch kurz eine Konferenz mit Österreich. Ach so, ja. Okay. können wir machen. Konferenz hat 2 oder Konferenz hat 1? Beliebte Mister. Ja, dann der Konferenzraum 1. Also ich sag's mal so. Ja? Wir müssen jetzt zusammenhalten. In der ganzen Welt ist nichts mehr sicher. Ja, das stimmt. Was ist jetzt? Traue niemanden, der kein Schlitzauge ist. Da? Der Herr Chinese wollte noch kurz einen Spruch. Ach so, ja. Für dich, ich mach dann noch bis 10, dass ich die Front gegen den Russen halte und dann ziehe ich Truppen von... Schweiz und so weiter ab, dann kannst du erobern, dann halte ich den Russen noch zurück. Was? Weil ich nächste Woche keine Zeit habe. Wie bitte? Nee, so nicht. So, das wird jetzt schön zu Ende gespielt. Es wird fair zu Ende gespielt. Wer die Büchse der Pandora öffnet, der muss die Sünden der Welt ausbaden. Ja, ich sag's dir nur, lieber gebe ich dir mein Land als den Russen, deswegen, ich hab halt nächste Woche keine Zeit. Niederbayer, das war Brudermord, nur dass du weißt. Das war Brudermord. Wir haben zusammen geblutet und geschwitzt in den Gräben, in Afrika, an der Ostfront. Wir haben die Franzosen... War halt die Gelegenheit, alles heute zu die werden. Franzosen und die Italiener haben wir... Ja, ich... Der Plan war halt, den Mosi mit dem Säbel zu ermorden, wo du noch dranhängst. Die salzigen Tränen der österreichischen Mütter überschwemmen die Küsten Italiens und füllen das Mittelmeer. So traurig. Wir sind doch mittlerweile durch die Atombomben verdampft. So traurig. Da hätte ich nicht gedacht.
Und nur, dass du Bescheid weißt, 10 öffne ich dann die Grenzen. Bitte, was hast du gesagt? Um 10 öffne ich dann die Grenzen. Okay. Dann wieder hoch. Jo. Wahnsinn, einfach ganz, nur Wahnsinn. Diese ganzen Offenbarungen heute. Ich möchte nur anmerken, dass das österreichische Wort Gesetz ist und der österreichische Kaiser den Verlockungen der deutschen Lügenzunge nicht erlegen ist. Ich kann nur mal erinnern an einen Satz, den der Österreicher geprägt hat, lieber tot als Das stimmt, ja. Ich öffne auch die Grenzen keinem Russen. Machen wir dann weiter, bitte? Oder? Die Bunker stehen. Der Russe läuft sich blutig hier. Ich laufe gar nicht mehr. Ja. Und vor allem die Tatsache, dass Tirol nuklear bombardiert wurde und mittlerweile eingenommen wurde. Das ist Wahnsinn, oder? Nicht nur Tirol, Rom. Rom, was noch? La Spezia. Rom. Du kannst 21 Orte aufzählen. Florenz. Florenz, die Altstadt von Florenz. Niederbayer hat sie dem Erdbogen gleich gemacht. Wie kann man so einen beschissen? Können wir weiterlaufen lassen dann, oder wie ist das jetzt nochmal so rübergefahren? Florenz, eine der ältesten Städte Europas. Was alles an Kultur hier zerstört worden ist. Der Verrat ist ja an und für sich schon brutal. Also, aber, boah. Ich bin immer noch sprachlos, ne? Aber hey, komm, das ist doch Stoff, der einfach geil ist, das oder? Das ist der geile Shit, sind Geschichten, oder? Die nur das Leben schreibt. Ja, aber was bedeutet das für die nächsten Runden? Man kann niemanden mehr drauf. Ja, das ist so, nächste Runde ist wieder so neutraler Grund. Das ist New Life-Regel. Ja, aber du kannst ja nicht mal den Verbündeten mehr trauen. Oder den Scheinverbündeten. Mir kann man trauen. Also ich stand immer treu an der Seite Russlands, da wurde ich gekickt und habe gedacht, jetzt oder nie. Also was hast du denn die Zeit über gemacht? Ich hab nichts. Entspannt. Für mich ein Entspannung. Dem kann man auch vertrauen, ich habe meinen Verbündeten nie verraten. Ja, kommt drauf an, wie man verbündet. Ich hatte keinen Verbündeten. Wir waren nie verbündet, wir hatten Krieg. War ein Kriegs- wir hatten einen Herbstschlag. Absprachen sind kein Bündnis. Aber ein Bündnis ist ein Bündnis. Ein Bündnis ist ein Bündnis ist ein Bündnis. Willst du da deine 24 Landungsdivisionen gleich mitnehmen oder soll ich die erst versenken? Oder? Bitte? Was? Was? Deine 24 Landungsdivisionen bei Nizza. Das habe ich gerade aber auch nicht verstanden. Aus Österreich? Ich habe keine Landungsdivision bei Nizza. Wem gehören dann die 24 Divisionen, die da in Nizza landen wollen? Ja, nicht. Mir nicht. Mir auch nicht. Weil spontan nicht mal von Nizza ist. Wir hatten eine gelbe Flagge hier alles. Irgendwer mit einer gelben Flagge war das. Ich komme nicht mal ins Mittelmeer, also. Natürlich, Österreich. Xinjiang hat eine gelbe Flagge. Ich muss sagen, Xinjiang hat eine gelbe Flagge. Aber das würde ich doch sehen. Xinjiang. Die Scheiße ist ja echt hart umkämpft. Das ist harter Tobak, ja? Ja, ein Teil von Westgalizien gehört wieder dem österreichischen Kaisertum. Ich hab polnische und deutsche Besatzer vertrieben. Was? Peruaner halten Stand. Peruaner halten Stand. Wo meinst du, André? In Polen habe ich deutsche Besatzer vertrieben. Ich hab's zurückerobert. Ja, du nimmst nur Russen sein. Ach, ich weiß, wie die Division da hingekommen ist. Deutsches Kaiserreich ist der Staatslenker. Wie denn? Ich weiß, wie die peruanische Division da hingekommen ist. Na? Die hat nämlich einen Kommandanten von Indien. Das waren Freiwillige, die an mich gingen und die standen dann noch in dem Land, als ich den Krieg erklärt habe. Oh. What the fuck? Die habe ich nie zurückgezogen, die Typen. Ja, what the fuck, einfach. Ich hatte ja mal zeitweise Truppen bei dir und da waren wohl auch peruanische Freiwillige dabei. Ah, sehr schön. 8 Divisionen zur Verstärkung sind wieder da. Sehr schön. Ich hab das. Einfache. Ja, es geht hier um eine kleine Verstärkung. Wie gesagt, das ist wichtig für mich. Macht er das wieder nieder, ja.
Also, immer bitte mit der Eisenbahn. Eisenbahn, wenn wir haben schon mal Magnetfehlbahn in China. China, kommende Technologie macht, glaube ich, noch. Für das österreichische Kaiserreich bedeuten neu ausgehoben 24 Divisionen bedeuten die Welt. Stimmt ja. Ich kann erstmal nichts machen, also ich chill erstmal und baue Truppen. Weil es wieder knapp 120 Divisionen fertig. Doch, natürlich, Kaisertum ist. Ich lande nicht. Die waren nicht für Nizza. Ich lande nicht in Nizza. Aber für Korsika halt. Das sind keine Landungsdivisionen. Das sind U-Boote, mein Freund. Ach, das sind U-Boote. What the fuck? Also, ich habe noch nie so komische Menschen gesehen. Ich habe da nur irgendwie 24 auf dem Boot. Kämpft, Caruana, kämpft! So! Ja, hallo, die halten sich immer noch gut, ey. Ja, vor allem die gewinnen. Ja, weil ich da nur Garnisonstruppen gegenwerfe. Caruana, die machen das. Die bluten nicht aus. Deutsche hat schon 464.000 Truppen verloren. Gegen wen? Ist egal. Gegen dich. Sehr gut. Ja, ich habe auch viel verloren, weil er mich schändlich hier, muss ich schon sagen, bombardiert mit Atombomben. Und wer ist schuld? Der Kinder. Schweizer. Achso. Also für das, dass da oben in Polen noch polnische Truppen sind, verbrauchst du ziemlich lange. Die stehen da gut. Ja, aber die haben ja nichts, ich sehe ja. Die haben von der Ausbildung und von dem, was die da drinnen haben, ist gar nichts. Die haben nicht mehr Infanterie da drin. Wer weiß, vielleicht gibt es ja wieder in Russland, was unter polnischer Herrschaft laufen wird. Hä? Dann will ich mir mal zu denken geben an den Österreicher, mit wem man sich... Ich habe mich nicht verbündet. Indien, du hast von Russland schon 6.000 Leute umgebracht mit der Peru-Division, oder wie? Verständlich, Peru macht's. Willst du mich veräppeln? Die Division ist ja übel OP. Also, ich glaube, jetzt verliert sie. Ja, guck mal, die wird wo, auch... Wo ist jetzt die Division? In Peru, oder wie? In Peru, ja. Oh. Niederbayer, in Russland steht eine peruanische Afrika. Division. Ja, die steht über links von der Krim, unter Kiew. Oder, Russland, haben wir ein Bündnis? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, eine Absprache. So ist es. Ein Versprechen würde ich sagen. Das ist gut. Dann würden wir ein Bündnis haben, würde ich 100 Divisionen abziehen von dieser Front und würde damit versuchen, den Deutschen zu ficken. Aber da wir nur... Ja, ich würde sagen, du traust dich auch nicht. Da wir eine Absprache haben, dass... Und wir leider kein Bündnis machen können. Ja, das, man sieht ja, wie das läuft, oder? Mit Deutschland, ne? Es... Ganz egal, weil der Deutsche, ich bin jetzt ein gebranntes Kind. Gebranntes Kind, sehe ich da noch. Ich ja, muss ehrlich das sagen, auch, ja. Also als Japan, ich war jetzt nicht so ein starkes Land, ich war jetzt keine Supermacht als Verbündeter, aber Russland, egal wo du einmarschiert wärst, ich wäre dir treu gefolgt, das, egal was gewesen. Das ist viel wert, ja. Also ich muss sagen, diese Demokratie am Anfang, muss ich sagen, das hat Japan ganz schön geschwächt, aber sonst... Dabei sein ist alles. Teilnehmerurkunde, oder wie war das? Ja, genau. So eine Bronzemedaille, obwohl man Zehnter ist. Herzlichen Glückwunsch, alle Mannschaften haben verloren. genau. Nee. Eigentlich habe ich schon als halbes Land gezählt, muss man schon sagen, weil Russland war ja extrem stark, aber eigentlich ist ja Russland anderthalb wert, also eigentlich wären wir wieder zwei Bündnisse, also zwei Leute. Was? Ne, du hast ja gesagt, ich zähle ja eigentlich nicht als Verbündeter, weil ich so ein schwaches Land habe. Nein, weil du nichts für mich gemacht hast, was mir für mich von wert war. Ja, die ganze Zeit über. Ich hab ja, was soll ich denn groß machen?
Vertrag ist gefallen. So geht man. Das ist aber nicht die Definition eines Bündnisses, Dr. Mosi. Ja. Wenn du mit jemandem verbündet bist, der nichts macht, was für dich von Wert ist, heißt es nicht, dass er wertlos ist. Nein, du bist dann quasi, du bist sowieso dann quasi das größere Land, du bist für den Schutz deines Verbündeten zuständig. Aber da sieht man wieder, wie grundmoralisch verschieden die Vorstellungen von Bündnissen sind. Im Endeffekt hast du recht, Sharky. Nur in diesem Falle, wo ich das Land in diesem Falle regel. Ich meine, ich habe Sharky auch verteidigt, nachdem er seine Kolonien und seine ganzen Truppen verloren hat, obwohl er in dem Moment sinnlos für mich wurde. Das stimmt, ja. Nachdem er zuerst ein Rennen der Kavallerieseinheiten ausgerufen hat. Ah, das war in Amerika, ja. Das war lustig. Nö, 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 das war schon nur England. Ach, das... Also die Mandschurei, mit Mandschurei wollten wir ja eh nicht angreifen, also so viel konnte ich ja nicht machen. Ich habe ja unten ein bisschen die Kolonie von Deutschland weggenommen und Philippinen, das hat ein bisschen länger gedauert, aber so viel konnte ich ja nicht machen. Aus Gründen. Alter, Philippinen, Alter. Die Drecksatombombe habe ich Jahre gebraucht. Also das waren noch Zeiten. Deutsche und Österreicher gemeinsam getrunken haben mit dem Bierstuben an den Grenzen. Ja, fand ich auch. Und dann, wie gesagt, ruhige Brudermord. Das ist so schön, den Dude, der Brian verkraftet das nicht mehr. In 7 Tagen kann ich justifieren. Also ich glaube, André hätte mit allem diese Runde gerechnet, außer mit allem, ja. Das glaube ich auch. Die Warnung, FPS, vergelt's Gott. Ist so schön heißt im Österreichischen. Ja, aber das war ziemlich klar nach eurer längeren Atlantik-Sitzung und dann Vendetta oder dem Handeln, aber naja. Gut, vergelt's. Aber es kam. Ich konnte es einfach nicht tun, nicht, aber ich konnte es nicht tun. Ja. Ein bisschen spät. Ich hätte mich gefühlt wie ein räudiger Hund. Weil dadurch, dass meine Einheiten viel in Afrika unterwegs waren, mussten sie den langen Umweg marschieren über die Osmanische Republik, durch nach Konstantinopel, Großbulgarien. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, tatsächlich. Aber mei. Das größte Unglück könnte noch abgewendet werden. Ach, deine 4 U-Boote. Waren das die von 24 von vorher oder sind nur noch 4 da? Tja, das sind Informationen, die ich nicht preisgeben möchte. Lustig, lustig, tralalalala. Bevor ich Italien in Gottes, den Gottes Gnaden überlassen habe, habe ich noch die Po-Ebene geflutet, Rom angezündet nach Kaiser Neromanie. Ja, das war schon nichts mehr da. Und habe das italienische Volk in die großartige Donaumonarchie überstellt, damit wir in Jugoslawien besser leben können und vor den deutschen Gräueln sicher sind. Ja, kannst mich auch mal interessieren. Was? Ich weiß nicht. Niedermeyer ist der Führer, für sprichst du mit sie selbst. Okay, wird mit, ich rede mit meinen Generälen. Fortlaufenden Kriegs... Interessiert mich nicht. Wird er verrückt. Gleich haut auf den Tisch. Nein! Das war der Angriffsbefehl! Steiner hat mich verraten! Nein, ganz genau! Ja, genau der. Wahnsinn. Das ist. Oh, würde die. So sitzt er jetzt in seinem Bürozimmer. In Berlin. Nein! Ich werde dieses Land nicht untergehen. Keine Arte darin. Ich werde Berlin nicht verlassen. Keine Selbstfahrlafetten. Lag haben wir noch genug. Nein, Artillerie muss ich produzieren. Komm schon. Artillerie. Keine Abfangjäger mehr, keine luftnahe Unterstützung. Solange wir Waffen haben, kämpfen wir.
Ach, die peruanische Einheit ist weg. Mörder. Was? Ja, über Salzburg hängt eine deiner Raketen irgendwie. Ah ja, ich sehe es, die bedroht hier, aber... Ja, Österreich kann es gerne bombardieren. Drei Militärfabriken. Sehr gut, Panzer in den Alpen. Ich halte noch zwei Provinzen von Tirol. Ich halte noch das Unterland und einen Teil des... Wow, was ist das hier? Ramaunsch. Innsbruck ist leider gefallen. Meine Freundin wird weinen. Schatz, der Deutsche hat Innsbruck bombardiert. Ja, sie schreit nein. Sie leidet. Wer ist schuld? Der Deutsche ist schuld. Ich bin einfach mal dazu, was sie gemacht hat, Alter. Nicht mal die Schuld auf andere ab. Ja, und Erik hat den Stein. Weißt du, ein guter Verbündeter. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Der geht nicht auf diese Versuchungen ein. Der sagt, wie ich liege, so bette. Wie ich mich bette, so wie ich. Wie heißt das? So wie ich liege. Ich dachte, ich handle getreu. So wie ich mich bette, liege ich, oder? Nee. Wobei Andres Motto wie man sich bettet, liegt man. Wie man sich bettet, so liegt man, so, ja. Oder wie es auch in der großartigen katholischen Kirche, welche eine Stütze der kaiserlichen Monarchie Österreichs ist, heißt, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, ja, ich würde das, wenn ich verheiratet sind. Ja. Ah, ich sehe schon, das ist halt so das Bündnispartnertum hier. Ja gut, aber bis dass der Tod uns scheidet, nie dabei wollte dein ja, Tod herbeiführen. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt wird er dafür bezahlen, wie gesagt, das... Oh. Oh.